Schon gehört? Facebook hat sich umbenannt. Nein, nicht in Failbook. Neu nennt sich nämlich Facebook Meta. Das steht für Metaverse. Was ist es genau? Ich zeig's dir. Kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Ein komplett virtuelles Universum. Die Leute kommen in die Oasis, weil sie da alles machen können. Und sie bleiben, weil sie da alles sein können. Spürst du das? Ja. Was du hier gerade siehst oder gesehen hast, war Ready Player One, der Film, der auf dem gleichnamigen Buch basiert, wo es darum geht, dass die Menschen in einer virtuellen Welt leben, spielen und Menschen oder auch andere Wesen sein können, so wie es ihnen gefällt. Und darum geht's bei Metaverse. Es ist eine Kombination von einer virtuellen Welt gemeinsam mit virtuellen Brillen, die du vielleicht kennst von Oculus Rift. Aber da wird es noch viel, viel mehr geben und das sind nur die bekanntesten. Das Metaverse verbindet sozusagen die reale Welt, mit der du durch Technik in eine virtuelle Welt eintauchen kannst. Das Verrückte daran ist, verrückt zumindest jetzt noch, ist, dass du grundsätzlich alle Dinge innerhalb dieses Universums oder Metaverse mitnehmen kannst. Das heißt, während du jetzt vielleicht noch bei Roblox oder Fortnite oder anderen Spielen limitiert bist mit deinen entsprechenden Coins oder Perks, kannst du im Metaverse dich frei bewegen und die überall mitnehmen. Dasselbe gilt wohl auch für NFTs. Und genau da will Facebook jetzt hin. Mit dem Namenswechsel von Facebook zu Meta wollen sie natürlich den nächsten Schritt machen, nicht nur in die Augmented Reality, in der du eine Welt über deine Welt legst, und auch nicht in die Virtual Reality, wo du dann dementsprechend dich bewegst, sondern sie wollen eine Welt schaffen, in der du total immersed, das heißt wirklich vollkommen eingetaucht bist. Und da bezahlst du dann mit Facebook-Währung, du isst sozusagen Facebook-Essen und du bist dann die ganze Zeit kontrolliert von irgendwelchen komischen Facebook-Kameras. Wir werden sehen. Good luck and good night.